Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute werden wir mal wieder ein paar kleine Aufgaben hier erledigen, würde ich sagen. Habe ich auf jeden Fall Bock? Ja, er ist immer noch am Start. Ich habe immer noch keine Ahnung. Also die, ich nehme ja gerade ein bisschen vor auf und deswegen weiß ich immer noch nicht genau, wie wir ihn nennen sollen. Und mir ist außerdem aufgefallen, wir sind ja schon auch bei Folge 980, ne? 20 Folgen noch und dann ist Folge 1000. Das ist ja richtig krass. Aber, ne, wie ich meine, also die Videos, wo ich gesagt habe, schreibt mal bitte einen Namen, die habe ich noch nicht gesehen. Die kommen jetzt erst gerade. Ich bin sehr gespannt über eure Namensvorschläge. Und mal gucken. Ich glaube, das ist jetzt schon... Ich glaube, ich habe jetzt 8 Folgen, die schon vorbereitet sind und die halt schon abgedreht und geschnitten sind und so weiter und so fort. Aber gut, wie auch immer, ich nehme mal Holz raus und Teer. Das machen wir mal als erstes, weil ich glaube, das geht... Habe ich Holz oder Kernholz? Normales Holz, ja. Stopp. Da nehme ich sogar noch ein Stack mit, wenn das passt. Ja. Ja, ich glaube, das sollte auch reichen. Und ich habe auch echt ein bisschen Angst, dass der Aspen hier Sachen kaputt macht, ne? Immerhin kommt er die Treppen hoch, das finde ich geil. Und er fällt auch nicht runter, natürlich. So, mir ist nämlich aufgefallen, wir haben doch hier diese Konstruktion und haben ja auch hier diese Bretter. Ja, ja, geh mal beiseite. Hier. Und das würde ich tatsächlich nämlich hier auch machen wollen. Ist mir aufgefallen. Ich habe auch sogar überlegt, dass wir hier so diagonal gehen. Hätte auch was, ne? Aber ich glaube, das würde das Muster wieder kaputt machen. Deswegen lasse ich's. Und mache einfach so. Ne? Und das machen wir einmal hier überall. Oh, das finde ich immer so schade. Ne? Hm. Ja, das hat man hier natürlich weniger bei 45 Grad. Aber gut, was soll's. Ich mache trotzdem so. So. Oh, der ist falsch. Ja. Weil der hier falsch ist, oder? Nee. Ach, der hat den Angriffspunkt von dem genommen. Ich verstehe. Wenn ich hier dran mache, sollte es gehen, ne? So. Ja. So. Und hier lang. Das verstehe ich auch nicht, warum man da mehrere Angriffspunkte hat. Das Muster ist falsch. Hier, man sieht's. Da. Der hier ist falsch gesetzt, oder wie? Irgendeiner ist hier falsch. Warte mal kurz. Ist mir gerade ein Dorn im Auge. Ich verstehe aber nicht, welcher. Der, der und der. Ja. Gut, ich versuch mal. Bitte sag, dass mir das nicht runterfällt. Obwohl, ich könnte so machen, sicherheitshalber. Dann so und das und das. Nein! Gut, nochmal. Ich scroll mal ran, damit ich ein bisschen bessere Millimeterarbeit machen kann. Na komm. So. Sehr gut. Dann, die kann ich abreißen und die können ruhig runterfallen. Das stört mich nicht. Das ist ja nur Holz. Und dann setze ich die nochmal neu. Ecke 4 und dann hier dran. Ja, das ist korrekt. Und so. Dann ist es da richtig und hier. Ja, deswegen hat er der auch falsch angebappt. Das macht natürlich Sinn. So, dann können wir hier weiterbauen. Und hier. Zack. Ach, da natürlich noch. So. Sieht besser aus, ne? Oh ja. Ja, ja. Viel besser. Sehr gut. Und das gleiche müssen wir allerdings auch nochmal oben machen. Denn da haben wir das gleiche gehabt. Und ich glaube, da hatte ich... Hä? Was ist das hier für ein Brett? Das fällt mir jetzt erst auf. Naja gut, kann da aber bleiben, solange wir hier easy hochkommen. Gut. Und stimmt, hier könnte ich ja sogar die länglichen nehmen. Da würde ich ein bisschen Teer sparen. Soll ich das machen? Warum nicht, oder? Ja, mache ich. So. Und hier. Halt, richtig angebappt. So, da war er gerade. Ich könnte wieder versuchen, hier anzutargeten. So. Ja. Perfekt. Dann hier einen kleinen So. Und entweder nach da oder da überlappend. So ist irgendwie schief, ne?
Ich glaube, der ist schon wieder falsch angebracht. Moment. Ich mach mal so. Und. Nee, nee. Wenn ich den so mache, ist der schief, ne? Nee, doch, ist richtig. Gut. Ja, hervorragend. Dann nochmal kurz rausgescrollt. Da, das sieht besser aus, ne? Weil so ist dieser Übergang irgendwie so komisch. Deswegen dachte ich mir, wir machen mal hier so. Und so. Geht ja, Gott sei Dank, fix. Und da denke ich, ich muss irgendwo wieder einen halben haben, ne? Oder wenn ich so mache, ist das... Ja, doch, das ist richtig. Gut. Und man kommt ja jetzt auch irgendwie easy rüber, ne? Ja. Schnuffi immer noch hier oben. Ja. Der wird wahrscheinlich die ganze Zeit hier oben bleiben, ne? Ach, unser Notportal. Stimmt ja. Not. Nein, das soll natürlich Not heißen. So. Und so. Und was macht da die Zapfe hier oben? Das ist ja vollkommen überhaupt nicht sein Gebiet. Normalerweise ist er doch im Keller. Das ist doch seine Area. Sein Element. So. Ist bündig und zittert nicht. Sehr gut. Ja, weiter geht's. Hier noch entlang. Ah ja, na klar. Ja, hier drin würde ich tatsächlich... Theoretisch kann ich hier auch ein Stück machen. Ist natürlich ärgerlich, dass es keine halben gibt. Hä? Keine Ahnung, von wann das noch ist. Das muss hier ja Ewigkeiten liegen. Oh. Warte mal. Wenn das so ist, mache ich das mal neu. So. Irgendwie so drauf, zum Beispiel. Schon klar, dann schwebt es hier zwar, aber ich finde das besser. Ja, ist besser. So. Not. Sehr gut. Dann bauen. Nehmen wir den wieder raus. Und dann probiere ich den mal irgendwie hier ran zu friemeln. Aber der würde hier durchlugen. Mal gucken, wie es aussieht. Vielleicht sieht es ja gar nicht so schlimm aus. Sieht sogar okay aus. Ja. Sehr gut. Dann hier. Und so. Die Hälfte ist hier, genau. Das heißt, ich muss von hier so machen. Ich weiß gar nicht, wie viel Rohstoffe haben wir noch. Könnte mit dem Holz knapp werden, aber ansonsten gehe ich einfach kurz an unsere Feuerholzkiste. Die könnten wir theoretisch auch mal wieder auffüllen, ne? Ist mir aufgefallen. Weil wir ja jedes Mal fast einen ganzen Stack verbrauchen, wenn wir Holz nachlegen. So, hier lang. Und da. Ja, das war richtig. So. Nein! Uns fehlt Holz. Gut. Dann kurze Etage nach unten, ne? Would I say? So. Und dann holen wir uns hier hinten aus unserer Feuerholzkiste etwas. So. Ja, das reicht locker. Es sind ja eigentlich nur noch 2, 3 Balken oder so, ne? Hätte ich ein Fitzelchen mehr Holz mitgenommen, dann hätte es genau gereicht. Aber naja, gut. Ist ja immer so, dass es dann genau nicht passt. Ja, hier muss ich mal so rumgehen. So. Und so. Und hier lang. Und da baue ich einfach mal so rein. So. Ja. Sehr gut. Ja, das war mir ein kurzes Anliegen. Wollte ich mal machen. Sieht auch ganz gut aus jetzt, ne? Sieht auf jeden Fall befestigter aus. Ich mag das auch mit diesem leichten Deal, mit diesem Muster. Hat was. Sehr gut. Ja, da würde ich sagen, wir gehen mal kurz... Ich mache mal das mit dem Feuerholz jetzt. Ne? Mal eben ein bisschen, also ein paar Holzstacks holen. Und die dann oben in unsere Kiste packen. Ich weiß nicht genau, wie viel wir da brauchen. Hätte ich gerade mal gucken sollen. Ich glaube 3 Stacks, ne? Ich nehme mal 3 volle Stacks mit. Dann können wir Teer wieder reinschmeißen. Und 4 Ascheholz habe ich noch gefunden. So. Perfekt. Ja, und danach könnten wir dann eigentlich auch wieder Harz und Beeren holen. Da haben wir uns ja jetzt eine 4. Wurzel geholt. Mit dem Tunnel. Ist natürlich höchst erfreulich. Aber erst einmal hier hin. Ja, hätte ich sogar noch einen Stack mitnehmen können. Gut, was soll's. Wir haben erstmal wieder aufgefüllt. Und da würde ich sagen, ab in Portal Room. Ich baller mir mal das und das. Und kochen müssen wir auch gleich. Da habe ich übrigens doch eine Idee, was wir machen können. Aber dazu kommen wir gleich. So. Oh. Oh oh. Das klang ganz schön dicht. Der ist hier irgendwo.
Da ist er. Hat er nicht gegen die Zwerge gekämpft? Hat er die platt gemacht? Hm. Hier, ich gehe mal durch hier unsere neu gemachte Höhle. Ja. Ist geil geworden. Oh, hier guckt ja so ein Zipfel raus. Den finde ich gar nicht schick eigentlich. Ich habe aber auch Angst. Komm, ich versuche ihn jetzt zu treffen. Ich schätze so, so. Ein bisschen dichter dran. Ein bisschen weiter weg. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Yes! Ja, sehr gut. Hervorragend. Ja, es liegt hier Stein. Gut. Oh, dann fühle ich mich schon unwohl, ehrlich gesagt. Oh, die ist schon leer gesaugt. Gut. Was soll's? Nicht sie weg hier. Soll ich den mal killen, damit er nicht später für uns zum Problem wird? Ja, ne? Ja, mach ich. Ausdauer. Oh, ich dachte, es hat gerade geblinkt. Hat's gar nicht. Geblunken. Nice, fast jeder Feuerball hat getroffen. Nur einer nicht. Ich gehe mal hier hoch. Muss gar nicht versuchen abzuhauen, weil er brennt, ne? Haut er ab. Laggedy lag. Was war das denn für ein Lag? Huch. Keine Ahnung, woher der kam. Warum kann ich sein Leben nicht sehen? Komm schon. Ich sehe sein Leben nicht. Zecken. Wie soll das sein? Ah, jetzt sehe ich sein Live. Daneben. So, und er sollte verbrennen. Sehr gut. Und der Gallenbeutel müsste dann hier unten irgendwo liegen. Da ist er doch. Hör damit. Sehr gut. Ja, und die Wurzeln hier, die produzieren zwar... Ja, Hauptsache der Effekt ist da, ne? Ich sollte schnell abhauen. Ja. So, und dann habe ich mir überlegt, wir machen außerdem mal unsere Weinreben ein bisschen anders. Und da würde ich einfach vielleicht noch eine Wand hinzufügen. So wie wir das da gemacht haben, fand ich das gar nicht so schlecht. Aber erstmal packe ich hier den Stuff weg, das war Harz. Hier. Monster Organe. Monster Fleisch und 8 Stein. Naja, gut. Rein damit. Dann nehmen wir uns Holz mit. 1, 2 Stacks, keine Ahnung. Und Teer. Auch 2 Stacks. Außerdem unseren Dingens. Pflug. Und Samen. 30 reichen locker. Und dann würde ich sagen, machen wir uns einen weiteren Spalier. Könnte theoretisch sogar 2 machen, aber ich glaube, einer reicht. Wie spät haben wir es eigentlich? Schon Nachmittag. Also, mal gucken. Ja, auf jeden Fall hindurch. So. Und dann mache ich mal genau das gleiche, was wir hier hatten. Diesmal würde ich allerdings einen Platz mehr lassen. Ich will die nicht abreißen, weil die schon so stark bewuchert sind. Aber hier hatte ich ja, glaube ich, 2 Plätze freigelassen, ne? 1, 2. Und ich würde diesmal sogar noch einen dritten dazwischen packen. Den hier nach unten, damit das alles schön im gleichen Raster ist. Und dann haben wir es denn? Ne, nicht Ascheholztrenner. Den da wollte ich. Ach, das braucht ja Edelholz. Ups. Ja, gut. Da muss ich eben Edelholz holen. Ich überlege gerade, wie kostet das 2? Schon gar nicht wenig, ne? Da, Alter, warum kommen hier keine Trauben? Da sind welche. Hey, David! Gut. Ja, aber ich hole mal eben Edelholz. So, Runder. Und dann Holz erstmal rein damit. Zack. Und Edelholz nehme ich mal 1, 2 und das. Nein, wir tragen zu viel. 2. Ja, dann kann ich ein Holz wegpacken, oder? Oh. Ein Holz wiegt doch 2, oder nicht? Jo. Sehr gut. Ach, aber die Trauben kann ich natürlich wegbringen. Hier. So. Ja, und dann nochmal nach oben. Und nochmal hindurch. Flauschi, na? Alles flauschig. So. Hervorragend. Und dann würde ich das in gleichem Muster machen. Ne? Wir hatten ja immer so. Dann so. Und so. Und so. Ne? Damit die immer
gespiegelt sind jeweils. Sie fand ich, sieht cooler aus, als wenn die alle gleich, also im gleichen Muster sind. Ach, hier kann ich gar nicht bauen. Jetzt habe ich Holz weggebracht. Das abzureißen würde nicht reichen. Naja, gut. Ist jetzt doof. Aber da müssen wir durch. Den hier nochmal da. Oder ist das dann zu weit? Nee, ist richtig. Und den nochmal hier. Und dann mache ich den 3 hoch. So. Und hier. Und das gleiche nochmal mit denen. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Da geht das natürlich deutlich schneller. Und es braucht natürlich dann wieder ewig, bis es erstmal gewuchert hat, ne? Ich habe keine Ahnung, wie viele Folgen, Schrägstrich, Aufnahmen das in Anspruch nehmen wird. Ich glaube, eine Menge. So. Und dann nehmen wir uns den hier raus und pflanzen hier ein paar Ascherieben davor. Hier. Und hier. Und dort. Und auf der anderen Seite genauso, jeweils versetzt. Also hier. Und hier. Und ich hoffe, die sind weit genug auseinander. Ich gehe aber stark davon aus, ja. Und hier wollte ich mal gucken, war hier nicht noch irgendwo eine Dingens unten, die frei war? Hier. Und außerdem hier auch. Ne? Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Gut möglich, dass sie hier verkackt, weil die hier zu dicht dran ist, ne? Ja, gut. Wenn das so ist, dann nehme ich nochmal die Axt raus. Oh, ich habe Angst. So. Und dann probieren wir es nochmal. Mit ein bisschen weiterem Abstand. Zum Beispiel hier so. Gut möglich, dass das hier schon als beklettert zählt. Aber ich glaube nicht, ne? Wenn ich ein Stück weiter weg mache, so. Hauptsache es ist, glaube ich, 1 Meter, also beziehungsweise 2 Meter davon entfernt. Dann sollte das, glaube ich, gehen. Und die Pflanze hier ist auch tot. Warum? Benötigt mehr Platz. Hm. Ich erinnere mich. Ich glaube, das hatten wir hier schon mal versucht, ne? Ja. Und deswegen habe ich es dann hier auch sein gelassen. Ich mache mal so. Und da gucke ich nochmal, aber die ist bestimmt auch wieder eingegangen, ne? Ja. Hm. Naja, gut. Immerhin, die sind was geworden. Gesund, gesund. Und die auch. Ja, hervorragend. Da, keine Trauben. Aber ich glaube, wir sind kurz vor der Aufnahme auch nochmal hier gewesen, ne? Kein Plan. Gut, es wird dunkel. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz zurück und pennen, wa? Hervorragend. Ja, den Stuff schmeiße ich mal tatsächlich nicht hinzu. Flauschi, du bist der Weg. So, schmeiße ich mal tatsächlich jetzt nicht ins Lootloch, sondern sortiere es direkt ein. So. Edelholz. Holz. Dann kurz die Dingens repariert. So. Den Pflug. Und rein damit. Und die Samen hier oben. Zack. Sehr gut. Ja, und dann würde ich sagen, schmeißen wir uns mal kurz in eine Pofe, wa? Would I say? Und lassen noch das hier nochmal auf uns wirken. Ja, das hier finde ich immer noch unschön. Aber muss, ne? Es hält hier die ganze Bude zusammen. Hm. Einen halben Millimeter nach unten? Oh, Nachtmusik. Ich überlege gerade. Ich will da gleich mal was gucken. Aber erstmal will ich pennen gehen. Gute Nacht. Guten Morgen. Und dann ab nach unten. Und ich hole mal kurz ein bisschen Holz. Ich glaube aber, so viel brauchen wir da gar nicht. Ja, der macht ja einen Lärm beim Rumrennen immer. Dieses Stampfgeräusch. Was ist denn mit ihm? Ach so, ich glaube, ihn juckt's. Der hat sich gerade da dran gekratzt. Geht's wieder? Soll ich nicht kurz kratzen? Ich habe Hände, damit geht das super. Manchmal ist es doch gut, ein Mensch zu sein. Wenn ich mir so überlege, ne? Diese Hirsche, die sich so an Baum kratzen, da denke ich mir, wie unsatisfying muss es sein, keine Hände zu haben, um sich zu kratzen. Ne, als Mensch ist man das ja logischerweise gewöhnt. So, Holz. Und da würde ich sagen, wir bauen mal oben kurz ein bisschen was um. Habe ich allerdings auch ein bisschen Angst. Weil das ja Eisen ist und das alles hält. Aber ich hatte mir gerade gedacht, wenn wir mal das hier aufreißen. Und da mal kurz so ein Brett unten dran machen.
So, zum Bauen. Da reiße ich sogar mal das, das, das auch weg. So. Und so. Und hier dran. Und dann. Ach shit, ich hätte Eisen mitnehmen sollen, ne? Wenn ich jetzt gerade überlege. Weil wenn ich den jetzt abreiß, könnte es schon sein, dass er wieder irgendwas ausrechnet. Ja doch, ich hole lieber Eisen. Ich habe echt Angst. Oh, laggedy lag. Was geht denn jetzt ab? Einen Moment. So. Ich glaube, das sollte jetzt besser gehen. Ich habe mal wieder alle Nebenbei-Programme geschlossen. Ja, ich glaube, das liegt aber auch wirklich daran, dass wir unsere Base hier... Ne. immer größer und schlimmer bauen. Und dann auch noch jetzt die ganzen Asquins draußen rumrennen und so. Und da kann ich Nebenbei-Programme einfach nicht mehr laufen lassen. So, ich wollte Eisenbarren holen. Let's go. Oh, viel zu viele, ne? Ja, ja, viel zu viele. Warte mal. Da würde sogar ein Viertel nur reichen. Weil ein so ein Balken braucht ja nur ein Eisen. Huch. Plusti. Tut mir leid. Schon wieder auf den Treppen. Finde ich voll cute, dass hier jeder so seinen eigenen Bereich hat irgendwie. Huch. Oh. Ja doch, war richtig. Reflexartig. Gut. Und hier wollte ich nämlich mal gucken. Ah, ich habe eine Idee. Ich baue einfach eine kurze Stütze. Drumrum. Das hatte ich schon mal probiert und das hat nicht geklappt, ne? Ich mach's trotzdem. So, so und so. Dann kann ich nämlich den hier abreißen. Und der wird sozusagen so getragen, ihr wisst schon. Mal gucken, ob das klappt. Und dann nämlich, warte mal, ich reiß mal den hier kurz weg, damit ich besser antargeten kann. Und scroll ran und drücke Shift nach unten. Und dann hier gegen. So, da sieht man noch, dass das Eisen rausragt aus dem Holz. So nicht. Noch ein Stück nach unten. So. So. Und dann hier dran. Warte mal. Ende 1. Ende 2. So. Der kann weg. Ja, du bist hier, ne? Also, ich bin hier gerade am Bauen. Süß, dass man da so durchguckt. Das sah ja gerade niedlich aus. So, warte mal kurz. Das hier weg. Hiergegen. Ja, ich glaube, das klappt. Ja, Süßi. Ich weiß. Hier ist ganz schön was los, nicht wahr? Meine Herren, das ist aber ein ganz schön himmeliges Wesen. Im Vergleich zu unseren anderen Haustieren, die so alle tiefen entspannt sind. So, und hier nochmal. Jetzt aber schnell nach unten. Zack. Den weg, den weg. Hiergegen. Zack. Den weg. Und den. Und hiergegen. So, ist das richtig? Ja. Dann den weg. So. Und das müsste halten. Theoretisch. Ich hoffe es. Ich reiß mal alles ab und guck, ob das sich richtig berechnet. Wir brauchen außerdem wieder die Wände. Ich scroll mal wieder ein bisschen raus. Und die machen wir hier wieder dicht. So. Nee, das ist falsch. So. Na, na klar, jetzt will er auch am Eisen anbappen. Da dürfen wir uns natürlich nicht hereinlegen lassen. Oh. Das Brett schwebt in der Luft, ne? Nee, es ist da dran, glaube ich. Keine Ahnung, wenn ich mich beeile, schaffe ich's. Nee, falsch. So. Nein! Ah gut, ich kann trotzdem bauen. Hier dran. So. Perfekt. Können wir hier das Holz noch aufsammeln? Das würde ja nicht despawnen. So. Voll geil. Okay, sehr gut. Dann können wir hier oben nämlich die Bretter so dicht machen. Und wir haben es versteckt, ne? Kam mir gerade spontan die Idee. Und zack, gelöst. So, Moment. Und so. Oh ja, viel besser. Klar, hier sind immer noch diese Bubbles, aber die finde ich eigentlich okay. Ne? Die gehören ja nun mal einfach irgendwie mit dazu. Aber vor allem ist dieses Eisending hier weg. Sehr, sehr, sehr schick.
Und hier ist es ja auch nicht da, ne? Hier habe ich es, glaube ich, auch entfernt, weil wir es hier nicht brauchten. Und das Stockwerk da oben drüber, da wäre es noch, aber da lasse ich es einfach, ne? Hier auf der Ebene vom... Ne, hier habe ich auch keins. Sag mal! Asquin, ey. Der ist ein richtiger Troublemaker, wa? Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass der sich irgendwie mal rausbackt. Ja, und hier ist ganz oben. Aber wehe, du frisst die Hühner. Das war unser Ball, gerade wirklich zugeschnappt hat. Asquin, lässt du das wohl bleiben? Da, ne? Als ob er ihn zerruppen würde. Lass bloß dir in Ruhe. Aber ist ja eigentlich auch ein Pflanzenfresser. Also ich glaube nicht, dass der den aufisst. Oh Mann. Da wurde so die Hühner aufgegessen, wie brutal. Warte mal. Ah, gut, ich dachte gerade, hier wäre ein Fehler. Oh, das mit dem Muster, ne? Das war auch so ein Eck, das zu bauen. Schon crazy, was wir hier aufgebaut haben in der Zeit. Ja, und das hier hinten ist natürlich wirklich nicht hübsch. Da könnte ich doch einfach Kernholz hinmachen. Warte mal. Was mache ich denn da? Warum habe ich das nicht schon längst gemacht? Frag mich nicht. So, gut. Nee, bitte drauf. Ach ja, da war ja das Ding. Wahrscheinlich habe ich es deswegen nicht gemacht, ne? Kein Plan. Da über diesen mit dem drüber oder drunter anbappen. Das heißt, ich muss mal so machen. Dann da drauf so. Ich stelle mich mal hier auf die Kiste, damit es genau wird. So in etwa. Und dann könnte das der richtige Anknüpfpunkt sein. Ich probiere mal. Und zwar an dem da. Nee. Nee. Hm. Kein Plan, was das... Oh, oh. Ich hoffe, das war nur ein Buggy-Geräusch, dass etwas eingekracht ist nachträglich. Das kommt ja auch, ne? Ich baue etwas ab, es kracht ein und dann ein paar Frames danach kommt nochmal ein Krachgeräusch. Das klingt aber nicht so. Das klingt, als ob hier gerade was einkracht. Der Turm hier? Ihr habt es doch auch gehört, oder nicht? Bitte nicht. Ja, aber der Turm hier ist das höchste. Da haben wir ja wirklich on the edge gebaut. Aber auch der hier hält noch. Das Dach. Das Dach ist auch noch fest. Was war das für ein Einkrachgeräusch? Hm. Kein Plan, was das gerade war. Okay, ich glaube, falscher Alarm. Ich glaube, das war falscher Alarm. Gut. Puh, geben wir doch gerade kurz die Düse. So, wie kriegen wir das hier elegant hin? Ich mach mal anders. Ich mach mal so dran. Und mach da mal ein Brett drauf. Vielleicht geht das dann besser. So ein kleines. Stimmt, so. Und dann so drauf. Eins und zwei vielleicht. Und dann mal hier an den anbappen, an die Ecke. Ah, so geht. Hä, warum geht das jetzt so? Keine Ahnung. Warum auch immer. Ich nehm's. So, weg damit, weg damit. Oh ja, doch. Hätte ich gleich so machen sollen. Viel besser. Oder ragt das da jetzt raus? Nee. Sehr gut. Und das können wir dann theoretisch hier auch machen, wobei wir da schon... Ja, das sieht auch wunderschön aus. Ja, und die da brauchen wir ja auch für unsere Sonnenuhr. Ja, da lasse ich es, weil man sieht sowieso nicht bei dem Knochen. Hier hinten könnten wir das auch machen. Das ist ja aber gut zu wissen, wenn wir einfach nur ein Brett drauf machen, dass er dann doch den richtigen Anknüpfpunkt nimmt. Na komm, hoch hier. Und zwar der hier. Oben eins. Oben zwei. Und eine 1. Jetzt macht das nicht, ne?
Hä? Jetzt macht das nicht mehr. Keine Ahnung. Ich mach nochmal hier drauf. So wie eben gerade. Das hat ja gut geklappt scheinbar. Nein! Na komm schon. So. Sehr gut. Und hier gegen den gehe ich nochmal nach hier hinten. Und weiß ich nicht, welcher das war. Einer von denen hat geklappt. Ich glaube sogar der unterste einfach, oder nicht? Ich jump mal auf die andere Seite. Oh, da ist die Laterne im Weg. Na, lass mich hier raus! Ja, mit dem rangescrollt, ne? Das mit der Menüführung, mit der Kameraführung in dem Game ist immer noch so ein Ding. Aber was soll's, dafür ist es immersiv. Da war's! So! Warte mal, so. Sehr gut! Ja, haben wir das auch noch aufgehübscht. Hervorragend. Ja, und hier ist ja sowieso zugebaut bei unserem Lootloch. Bei unserem Lootloch habe ich eigentlich auch überlegt, dass wir hier noch ein Loch hierhin machen müssten. Eigentlich da hinten, sodass es darunter fällt und dann die Erze unten sammelt, ne? Dass ich Erze und Kohle hier reinschmeiß, aber das ist ja der im Weg. Da ist ja die Säule im Weg. Deswegen geht das leider nicht. Gut,